Die Astrid ist bei uns und die Astrid hat das alles hier gemacht. Ja, hi, servus. Ich bin hier total begeistert. Das ist so süß und familiär und es ist echt schön. Das muss ich dir jetzt mal sagen. Dankeschön, Dankeschön, da freue ich mich. Wie lange arbeitest du an so einer Convention, also an der ganzen Planung? Fängst du quasi jetzt am Montag schon wieder an mit der nächsten? Da wird erstmal die Buchführung gemacht, im Januar. Ja. Ich ruhe bis nach Weihnachten und dann langweile ich mich eigentlich schon wieder und dann fange ich wieder an. Echt so schnell geht das, dass du dich dann auch erholst und alles? Ja, dann habe ich wieder Sehnsucht. Nein, ich fange eben wirklich im Januar, geht es bei mir volle Pulle schon los. Ja. Und was ist immer so das Erste, was du dann planen musst? Die Halle, ist die Halle für jedes Jahr schon reserviert eigentlich? In der Regel ja. In der Regel ist sie immer gleich am nächsten Tag wieder reserviert. Nein, aber was wolltest du jetzt wissen? Ob du das immer als Erstes machst, die Halle reservieren, aber das ist, die ist ja... Ja, und was ich sonst immer als Erstes dann auch nach der Halle miete, ja. Eigentlich suche ich mir als Erstes, gehen die Anmeldungen raus für die Tätowierer. Und wir sind eigentlich im März, April schon voll. Ja. Ja. Sehr gut. Zu wie vielen Mal machst du das denn schon? Zum fünften Mal. Und ist jetzt schon ein bisschen Routine oder ist es immer noch so, wow, das immer irgendwie was Spannendes ist? Es ist jedes Jahr ein absoluter Wahnsinn. Jedes Jahr aufs Neue. Und jeder sagt, Ma, das müsste doch mittlerweile laufen, es tut's aber nicht. Also ich habe nichts mitbekommen, was nicht läuft. Nein, im Vorlauf. Es ist immer eine Katastrophe. Aber es war jetzt, also jedenfalls habe ich nichts mitbekommen. Oder war irgendwas, was dieses Jahr, musst du ja nicht genau verraten, aber war irgendwas, wo du gesagt hast, ah verdammt, das müsst du nächstes Jahr besser machen. Oh nee, Moment noch nicht. Ich habe auch noch nichts gehört, dass irgendwas scheiße war. Ich habe auch nichts gesehen, von daher. Und was hast du, also man lernt ja nicht Tattoo-Messen, Event-Manager, das gibt's ja nicht so. Was hast du denn gelernt, wie kommst du, wie ist dein Werdegang? Ich gehe ganz normal arbeiten, 8 Stunden. Machst du einfach nebenbei? Ich mach die nebenbei, ja. Jeden Abend sitze ich dann noch dran und ja, mache ich jedes, alles nebenbei eigentlich. Also, was? Ja gut, ich arbeite erst seit einem Jahr jetzt voll, aber es ist sehr stressig gewesen dann dieses Jahr, weil sonst habe ich mir noch halbtags gearbeitet, aber ich bin ganz spießig im öffentlichen Dienst. Ja, habe ich mir selber beigebracht, das Organisieren. Sehr cool, aber wie kamst du dazu? Also wie hat sich das entwickelt? Ach, wir haben jemanden kennengelernt aus der Tattoo-Szene und ich meine, das Interesse ist ja schon immer da, logisch. Und mit dem haben wir das dann, haben überlegt, was könnten wir machen, vielleicht wie, wo, was. Und dann ist uns eben die Tattoo-Messe, haben wir gesagt, komm, wir machen das. Und jeder, ja, geil, Idee und so. Und dann haben wir überlegt, wo. Und damals war es noch etwas leichter. Mittlerweile gibt es ja in jedem Kuhdorf eine. Aber damals war es noch leichter. Und dann fiel echt Schweinfurt. Haben wir gedacht, super, machen wir da auch. Und kommt auch mega an hier bei den Leuten. Kommst du selber auch von hier? Ich komme aus der Rhön. Woher? Aus der Rhön? Aus der Rhön. Aus Ostheim. Ganz oben im Norden. Also nördlichste Zipfel Bayerns. Ach, und wie bist du dann genau auf Schweinfurt gekommen? Wir sind ja zu dritt. Und der Charlie, der wohnt hier. Das ist ein Kumpel von uns und der wohnt hier in Grafenrheinfeld, wunderbar, und arbeitet auf dem Bauhof. Also der kann alles auschecken und bringt alles her und das ist mega. Also ihr saß dann so zu dritt und habt gesagt, wir machen jetzt hier mal eine Tattoo-Convention. Genau, sowas. Wie geil. Was hast du sonst in Verbindung zu dir? Ich sehe jetzt keins, das heißt aber nichts. Nee, das heißt nichts, die sind versteckt. Aber im öffentlichen Dienst wahrscheinlich. Schon voll, Rücken. Sehr schön. Wann hast du angefangen mit Tattoo? Mit 16. Ah. Hab's jahrelang versteckt zu Hause. Also ohne Einverständniserklärung mit 16, einfach so. Ja, damals ging das noch. Bereust du das erste oder ist es trotzdem? Ist schon weg. Ja. Sollte man nicht tun, auf keinen Fall, bitte. Wird auch hier nicht gemacht. Ja, geht gar nicht. Mein Ernst ist mit 14, ist auch schon überdeckt. Ja, genau. Nein, geht gar nicht. Was war's denn? Ein Skorpion. Das ist schon schön. Ja, ist doch, das sah aber scheiße der Standard. Das sah scheiße aus. Nein, geht gar nicht. Und hast du dann relativ schnell trotzdem das nächste machen lassen? Nein, hat Jahre gedauert. Viele Jahre später. Und dann wahrscheinlich reflektierter, ja, und dann schön. Ist das recht infiziert, ne? Nicht besser, ja. Was ist denn jetzt so dein Lieblingsstil? Blackwork. Also wenn ich nochmal könnte, würde ich nochmal komplett neu anfangen. Mit Blackwork kannst du vielleicht auch drüber gehen, so mit ganz viel Schwarz. Ja, ist immer schwierig. Weigern sich immer. Hab schon gefragt. Geil. Ganz schwarz möchte ich es nicht haben. Ja, das ist schon ein bisschen krass, das stimmt. Hast du denn, sind hier auch Tätowierer, von denen du dich schon hast tätowieren lassen? Ja, die Nastja Slutin, die Israelin, die in Berlin jetzt ein Studio hat und eine mega geile Tätowiererin ist. Geil. Ja. Und, aber du hast hier wahrscheinlich gar keine Zeit dafür? Nein, null, leider.
Schade. Bist du denn jetzt die ganze Zeit auch so angespannt und rum am Wuseln oder kommt irgendwann der Moment, wo du sagst, okay, jetzt läuft's, jetzt ist alles cool? Mittag um eins, wenn alle da sind. Ja, das ist richtig so ein... Ja, weil das ist dieser Wahnsinn im Messeberuf morgens, aber dann ab 1 Uhr, wenn sie alle an ihren Ständen sind, dann flutscht's. Wann gehst du heute jetzt am letzten Tag tendenziell hier raus? Wie viel Uhr? Heute Nacht so um 2 oder um 3. Wir machen komplett die Halle noch leer. Morgen geht's weiter. Ja, morgen müsst ihr dann noch quasi zu Ende aufräumen. Alles, was rumsteht, raus. Also hast du morgen im öffentlichen Dienst noch frei? Natürlich. Wissen die Kollegen das und die Chefs? Zwei Kolleginnen waren da. Sind die auch gekommen? Aber nur wegen Erik Stehfest, nicht wegen mir. Stimmt, du hattest ja Special Guests hier, das fand ich auch eine coole Aktion. Ja. Hast du jedes Jahr auch welche da? Ja, eigentlich schon in der Regel, immer. Und überlegst du dir, wer das sein soll? Das fällt mir eigentlich nachts im Bett ein. Perfekt. Ja, genau. Ich kenne das so nachts im Bett. Ich gucke GZSZ und ich, aber gut, jetzt nicht wegen Tattoos oder sonst, weil mir ging es eigentlich um die Message, die er gerade drüber bringt, ja, mit seinem Buch und sowas, ja, das hat mich begeistert. Und dann ist er ja auch tätowiert, muss mir auch dazu sagen. Ja, ja, genau, der hat ja über sein Tattoo habe ich auch mit ihm gesprochen, beziehungsweise sind ja theoretisch zwei, weil das hat er überstechen lassen. Hat er mir erzählt. Also, ich kann nur sagen, sowohl deine Gäste als auch die Tätowierer, es waren alle super nett. Wir haben uns hier super wohl gefühlt. Ich frage immer zum Ende hin, ob du noch was erzählen möchtest von dir aus, was ich nicht gefragt habe, was dir noch im Herzen liegt. Wenn nicht, habe ich gut gefragt. Das heißt, wir haben jetzt eine Win-Win-Situation. Entweder kannst du noch was erzählen oder... Nein, ich will nichts erzählen. Nein, also ich bin sehr, sehr froh, dass ich dich interviewen durfte. Vielen Dank. Dankeschön.